Moin moin und willkommen zurück zum Let's Play Darksiders 2 mit mir, Frigerius. In der letzten Folge haben wir unseren verderbten Beschützer erledigt. Dieser wurde wiederbelebt. Und danach hat dieser mit einer Kopfnuss dieses große Auge kaputt gemacht. Jo. Und dann wollen wir weitergehen, ne? Durch dieses verderbte tunnelähnliche Etwas. Durch das grüne Loch. Das wollte ich nicht drücken. Ich wollte eigentlich das da drücken. Diesen RB. Zum schneller Laufen halt, ne? Ihr versteht. Ui. Wo ist noch der Baum, oder? Wo ist das der Baum? Scheint der Fall zu sein. Na dann, auf zum Baum des Lebens. Oh, kein Reiten mehr. Schade. Dann schauen wir mal, was wie es hier weitergeht, nicht wahr? Der Baum des Lebens. Erfahrungspunkte. Level up. Schon wieder. So. Dann schauen wir uns mal die Cutscene an. Also gekommen, trägst deine Sünde wie ein Ehrenabzeichen. Was willst du, Reiter? Die Rückkehr der Menschen. Auf einen öden Planeten ohne Leben? Menschen sind schwach. Sie würden das nicht überleben. Nicht einmal verdienen. Unser Urteil zählt nicht. Ich mache dies, um Krieg seine Bestrafung zu ersparen. Und was ist mit dem Nephilim? Würdest du einen retten, den Rest nicht? Die Nephilim bedrohen das Gleichgewicht. Hätten wir Eden genommen, wäre nichts davon passiert. Doch du warst gegen uns, nahmst unser Fleisch, sperrtest unsere Seelen in dein Amulett. Wer bist du? Das weißt du. Einst nanntest du mich Bruder. Absalom. Ich habe den Namen abgelegt. Jetzt bin ich Verderben. Geboren, als du deine Sense gegen uns erhobst. Und schon bald werde ich alles sein. Den Baum des Lebens umgibt nun meine Finsternis. Er trägt keine Früchte mehr. Und selbst Tod kann ihm nicht entkommen. Okay. Joa, das war dann wohl noch ein Story-Fragment. Kommt noch mehr? Wir werden sehen. Auf jeden Fall mache ich erstmal die Maus aus dem Bildschirm raus. So. Fallen auszuweichen. Aha. Na denn. Wenn das so ist, wird das wohl stimmen. Wir laden immer noch. Ja. Was haben wir jetzt überhaupt mitbekommen bis jetzt in der Story? Anscheinend ist das Verderben Tods Bruder oder Ex-Bruder. Auf jeden Fall ist es jetzt ein toter Bruder offensichtlich. Wenn Tod. Naja. Was definiert mehr Story. Viel Spaß. Manche nennen sie einen Funken, der die Finsternis bekämpft und fürs Leben brennt. Doch was ist mit Tod, der zum Sensenmann wurde, als er die Nephilim erschlug? Seine Brüder, Kameraden und Absalom. Tod! Warum erschlägst du deinesgleichen? Die Nephilim haben kein Recht auf Eden. Es gibt Reiche für Engel und Dämonen. Warum nicht für uns? Eden gehört den Menschen. Es gehört jenen, die es sich nehmen. Die Äonen haben die Frage nicht beantwortet. War es das wert? Bruder.
dieser eine Moment. Brachte Verderben. Und krönte ihn zum Brudermörder. Der bittere Sieg konnte nicht ungeschehen gemacht werden. Okay. Wer ist das? Fahle Reiter. Ist es nicht merkwürdig, dass so viele durch deine Hand hierher gekommen sind? Und doch besuchst du selbst das Reich der Toten so selten. Ich wollte gar nicht an diesen Ort. Ich suchte den Baum des Lebens. Ich fand ihn. Jetzt bin ich hier. Der Baum ist kein Ziel, mein Freund. Nur ein Portal in andere Welten. Wenn es der Baum ist, den du suchst, dann bist du angekommen. Dann bin ich betrogen worden. Nicht so voreilig. Der Baum ist unvorstellbar weise. Wenn er dich hierher gebracht hat, dann gehörst du hierher. Vielleicht kann ich helfen. Ich bezweifle es. Es wäre klug, auf mich zu hören. Mit meinem Händlergeschick kann ich deine größten Wünsche erfüllen. Sag, war ja klar. Reiter, was suchst du? Ich möchte Hier. Meinen Bruder erlösen, das Gleichgewicht wiederherstellen. Ja, ich habe die Geschichte gehört. Dein Bruder ritt, obgleich kein Ruf erfolgt war. Die Menschheit zahlte den Preis dafür. Hüte deine Zunge, Händler. Ich urteile nicht, Freund. Ich gebe nur weiter, was mir gesagt wurde. Es war richtig, nach dem Baum zu suchen. Doch er ist nur ein Portal. Was du suchst, ist der Quell der Seelen. Ja, und da wir sowieso schon in der Story drin sind, fragen wir einfach mal aus. Der Quell der Seelen kann die Menschheit wiederherstellen? Und mehr. Der Quell kanalisiert die Toten in dieses Königreich. Von jeder Welt, oben und unten. Auch werden die Seelen so wieder in die Schöpfung gebracht, wenn sie bereit für die Wiedergeburt sind. Ja, aber du hast noch immer nicht gesagt, was du bist. Die Geschichte meines Volkes ist zu Asche verbrannt. Zusammen mit unserer Welt. Selbst von jenen vergessen, die sie vernichtet haben. Jetzt ist nur noch der Rauch übrig. Wir sind nicht die Ersten, noch werden wir die Letzten sein. Das ist der Lauf der Dinge. Der Lauf der Dinge ist Gleichgewicht. Und was bringt das Leben ins Gleichgewicht? Das Nichts. Oder das Verderben. Letztendlich verzehrt es uns alle. Anscheinend. Nichts davon erklärt, was du hier machst. Ich bin nur ein bescheidener Händler mit einem Geschmack für die edleren Dinge im Leben und im Tod. Ich bin Ostergut und es würde mich erfreuen, dir meine Waren anzubieten. Dieser Baum. Baum des Lebens, Baum des Todes, Portale in andere Welten. Davon weiß ich nichts. Wie konnte ich so blind sein? Oder spuckt deine Zunge nur Lügen aus? Viel wurde den Nephilim vorenthalten. Und den Vieren. Warum? Weil Macht mit Unwissenheit gezügelt werden muss. Wenn die Nephilim um die wahre Natur des Baumes gewusst hätten, wären alle umgekommen. Ich verließ die Nephilim, wurde ein Kämpfer für das Gleichgewicht, habe sogar mein eigenes Volk getötet. Ich beschütze diese Welten, dich und den Baum, und doch bleibe ich im Dunkeln. Verlassen? Ja. Vergessen? Nein. Die Nephilim leben in dir weiter. Aber was weiß ich schon? Ich bin nur ein einfacher Händler. Ja, wie komme ich wieder zurück? Was, wenn ich zu den Schmiedelanden zurückkehren möchte? Der Baum des Lebens besitzt viele Portale, Reiter. Manche können dir helfen, deinen Weg zurückzufinden. Aha. Viele Portale sind geschlossen. Aber das eine zu den Schmiedelanden bleibt offen. Ui.
Einmal angenommen, dass ich dir glaube, wo sollte meine Suche beginnen? Du musst die Schlangenspitze erklimmen und den ewigen Thron rufen. Dort schlummert der Fürst der Knochen. Er wird dich zum Quell führen oder deine Seele nehmen. Bevor du gehst, Reiter, bedenke dies. Mein Volk ist vielleicht verloren, aber seine Relikte sind noch da. Du wirst sie auf deinen Reisen vielleicht finden. Für die meisten sind sie wertlos, nicht für mich. Bring sie mir und ich gebe dir bare Münze dafür. Nett. Na dann. Das ist kein Ort für ein Pferd. Schauen wir mal weiter, nicht wahr? Ich muss alleine gehen. Und hü, mein Pferdchen, hü. Habe ich bis jetzt eigentlich schon überhaupt mal gekämpft in den letzten, sagen wir mal, 11 Minuten? Ich glaube nicht. Bisschen eintönig. Naja, aber dafür gab es halt mal viel Story. Auch mal nicht verkehrt. Und da fällt mir eigentlich noch Skillpoints zu vergeben. Das wollen wir doch mal machen, ne? So, was machen wir denn mal? Nö. Ja. Und ja. So. Jetzt dürfte ich rein theoretisch schon mal auf den Skills mehr Schaden machen. Damit eine höhere Effizienz herausholen. Ui, da vorne baut sich schon was auf. Tote. Komm, einmal schön, immer schön drauf, der Sense. So. Lauf! Mein Pferdchen, schneller! Komm. Und immer schön drauf. Ha. Erledigt, du Knochentier. So ein Skelett. Ist ja nett. Was die wohl alle machen, sind ganzen Skelette. Ist ja nett. Oh, da kann man klettern. Wo es da wohl hingeht. Ja, komm. Mach mich mal so fertig. So. Oh, da hinten ist... Wo muss ich überhaupt hin? Da ist ein Riesenportal. Nett. So. Kaputt. Wo es da wohl hingeht? Mal nach. Schauen wir mal, ne? Auf jeden Fall scheint runter. Will ich da runter? Werden wir gleich sehen. Ich glaube zwar nicht, aber mal gucken. Bin ich denn hier gelandet? Und vor allem, wozu bin ich unten gelandet? Aha. Gucken wir mal nach. Oha. Ja, das war dann wohl Ersatz mit X. Das war wohl nichts. So. Ups. Okay. Puh.
Das war knapp. Und das war's auch schon wieder für diese Folge. Also, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.